Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, und besonders grüße ich und spreche ich die Kolleginnen und Kollegen der FDP an. Sie identifizieren in Ihrem Antrag den Falschen, nämlich den Wolf, als die existenzielle Bedrohung der Weidetierhaltung. Das ist populistisch und falsch. Es ist ein großartiger Erfolg im Naturschutz, dass Wölfe in Deutschland und in Hessen wieder einen Lebensraum gefunden haben. Es ist völlig falsch, aus der Not heraus reflexartig Angst vor dem bösen Wolf zu schüren. Eine Not der Weidetierhalterinnen und Halter ist allerdings sehr real. Hauptursache der Sorgen der Schäferinnen und Schäfer ist aber sicher nicht der Wolf. Er hält hier nur als Sündenbock her, um die Debatte zu verschärfen und um die prekäre Situation der Schäferinnen und Schäfer möglichst emotional aufs Tablett zu bringen. Die Bedrohung der Weidetierhalterinnen ist vor allem ihre finanzielle Notlage. Wir brauchen endlich eine existenzsichernde Bezahlung für wichtige Gemeinwohlarbeit der Weidetierhalterinnen. Dass dies in den letzten Jahren verweigert wurde, ist eigentlich unterlassene Hilfeleistung bei den Tierhalterinnen und Haltern. Diese pflegen die Natur, sie die Agrarlandschaft und werden durch den Markt nicht entlohnt. Viele Schäferinnen und Schäfer erwirtschaften nicht einmal den Mindestlohn, trotz Agrarförderung. Wir setzen uns schon lange auf Bundesebene für Sofortmaßnahmen für den Schutz weidetierhaltender Betriebe ein, unter anderem durch einen Rechtsanspruch auf Unterstützung für Herdenschutzmaßnahmen und den Ausgleich von Schäden durch Wolfsübergriffe. Es müssen die Anschaffungs-, Installations- und Instandhaltungskosten von Herdenschutzzäunen inklusive der Arbeitskosten sowie die Anschaffungs-, Ausbildungs- und Unterhaltskosten für Herdenschutztiere ausgeglichen werden. Wir wollen, dass bei Übergriffen auf Nutztiere bei der Entschädigungszahlung eine Beweislastumkehr greift. Und die Entschädigungen müssen bundesweit einheitlich und unbürokratisch ausgezahlt werden. Denn selbstverständlich müssen sie und die Weidetierhalter praktisch und finanziell unterstützt werden. Der Konflikt, der sicherlich da ist, muss politisch und finanziell gelöst werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden von 12, in Worten 12 nachweislich gerissenen Tieren in den letzten 5 Jahren. Ich möchte Ihnen andere Zahlen sagen. Jährlich sterben in Hessen sogenannte Falltiere, und das sind 15.000 Schafe und Ziegen, an unvorhergesehenen Ursachen als durch den Wolf. Hierüber spricht allerdings niemand. Warum nicht? Ich bin auch sicher, dass hier ein großer Teil vermeidbar gewesen wäre. Dagegen sind die Lösungsvorschläge im vorliegenden Antrag, wie die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht oder die Ausweisung spezieller Wolfsgebiete, nicht zielführend. Eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags belegt, dass die Einrichtung von wolfsfreien Zonen mit dem aktuellen geltenden Bundesnaturschutzgesetz nicht vereinbar ist. Abgesehen von diesen rechtlichen Hindernissen werden auch grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Eignung solcher Maßnahmen zur Abkehr von Wölfen geltend gemacht. Eine Hauptursache liegt darin, dass der Wolf ein Wandertier ist, das weite Strecken zurücklegt. Wölfe haben darüber hinaus einen hervorragenden Geruchssinn, der sie befähigt, Pferden über weite Strecken aufzugreifen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass es immer wieder vorkommen wird, dass insbesondere Jungwölfe, die sich von ihrem Rudel trennen, um ein eigenes Rudel zu gründen, die Pferde eines anderen Wolfes aufgreifen und dieser Pferde folgen werden.
Dies kann im Ergebnis dazu führen, dass immer mehr Wölfe in eine wolfsfreie Zone geführt werden und dort dann getötet werden. Und das kann bestimmt nicht Sinn dieser Maßnahme sein. Und nun zur Bejagung. Der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments hat zu diesem Thema unter dem Titel Managementpläne zum Schutz vor Großraubtieren Best Practices in Europa eine Studie angefordert, die im Februar 2018 veröffentlicht wurde. Diese kommt in Bezug auf den Wolf zu dem Ergebnis, dass tödliche Maßnahmen wie die vorsorgliche Tötung oder die Jagd sich nicht als wirksame Maßnahme erwiesen haben, um Verluste bei Nutztieren zu verringern. Es sei denn, die Population des Wolfes wird so stark reduziert, dass dies nicht mehr mit dem erforderlichen Schutzstatus des Wolfes vereinbar ist. Zahlreiche weitere Untersuchungen, insbesondere in den skandinavischen Ländern durchgeführt worden, bestätigen das. Verschiedene Studien haben darüber hinaus die Bedeutung von dem ausreichenden Vorhandensein natürlicher und jetzt aufgepasst, die Jäger unter Ihnen und die Jägerinnen, fehlt es nämlich an natürlicher Beute, so kann dies die Gefahr von Nutztierrissen sogar erhöhen. Danach kommt es zur Vermeidung von Nutztierrissen auch darauf an, dass der Bestand insbesondere an Rehen, Rothirschen und Wildschweinen in einem Wolfsgebiet nicht zu stark dezimiert werden darf. Ein Aspekt, der in der bisherigen Diskussion kaum zum Tragen gekommen ist. Also, statten Sie die Schäferinnen und Schäfer endlich ausreichend aus, dann ist ein friedliches Zusammenleben von Wölfen und Weidetierhalterinnen und Weidetierhaltern in Hessen genauso möglich wie in Rumänien und in Italien. Vielen Dank.